ich so ein bisschen irre bin. Aber die Frage ist halt, ist auch wieder so super gelb. Das stimmt. Also macht ja dann schon eigentlich viel aus, wenn du darauf achtest. Ja, aber das schmeckt schon auch schmecklich. Hallo zu einem Video mit Aileen heute mal wieder. Wir haben ja schon mal ein Video zusammen gedreht. Yes. Und heute haben wir einen Taste-Test vor. Beziehungsweise haben wir gerade eben schon einen Teil gedreht. Und zwar haben wir Haferbarista getestet. Ja. Und jetzt kommen noch weitere. Ihr kennt es von meinem Taste-Test. Da ist einiges zu testen. Und wir machen deswegen auch direkt weiter. Genau, wir machen direkt weiter. Ich glaube, ihr habt das erste Video schon gesehen. Genau, ich verlinke es euch auf jeden Fall. Würde ich sagen, wir machen hier auch mit dem Barista-Milch Haferdrink mit Soja weiter. Genau. Wir haben aus Versehen hier auch ein paar mit Soja dabei gehabt, aber wir haben es einfach nicht gesehen, weil es so klein gedruckt war. Und hier steht es jetzt schön präsent. Genau, deswegen ist da ein bisschen Verwirrung reingekommen, aber dafür konnten wir nichts. Nope. So. Wir schreiben auf jeden Fall, also beziehungsweise Zutaten, Nährwerte einblenden, genauso wie Preis und dann geben wir uns Bewertung ab. Achso, Zutaten vorlesen. Ja, lass die Zutaten vorlesen. Also, Wasser, Vollkornhafer fermentiert, Sojabohnen, Sonnenblumenöl, Meersalz. Okay, klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Und ich habe auch noch nie so gehört, dass es fermentiert wurde. Nicht. Also normalerweise ist es eigentlich immer nicht fermentiert. Mhm. Schon mal ein Pluspunkt, aber es ist natürlich halt wieder Sonnenblumenöl. Aber sehr geil. Ja, gerade eben sowieso schon die ganze Zeit. Und von den Nährwerten her ist auch wieder 55 Kalorien, 1,2 Gramm Protein. Also wenn ihr das andere Video gesehen habt, dann wisst ihr, dass es bei dem Haferdrink mit Soja, also es waren genau die Nährwerte eigentlich immer bisher. Auch ähnlich von den Zutaten her. Ja, ja. Ich meine, okay, so groß anders ist dann natürlich irgendwie am Ende des Tages meistens Schatz draus machen. Genau, das ist natürlich irgendwo schon ähnlich. Natürlich gibt es Kleinigkeiten, die sich dann doch unterscheiden, aber im Großen und Ganzen. Okay. Sieht aber gut aus. Schäumt schon mal gut. So probieren. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich kenne die sogar. Ich glaube, ich habe sie schon mal getestet. Mhm. Okay. Also, ich mag Sojamilch ehrlich gesagt nicht so gerne. Also, ich trinke so pure Sojamilch nie. Ihr wisst, ich trinke eigentlich meistens Mandelmilch. Ich immer Hafermilch. Hafer-Experte hier. Ich bin nicht so der Mandelmilch-Fan. Irgendwie ist es mir auch zu bitter, weißt du? So. Aber ich mag Sojamilch auch gar nicht mit Schaum, der Schaum löst sich hier auch schon wieder. Ja. Also, nicht so. Nicht so mehr auf meinen Fall. Da hatten wir gerade auf jeden Fall schon bessere. Barista, Hafer auch mit Soja. Alles andere ist wirklich so ein bisschen irreführend, wenn dann ganz unten ganz klein geschrieben mit Soja ist. Wo war's? Ja, hier war's. Hier zum Beispiel. Da schaust du nicht drauf. Nee. Aber ich sag ja immer die Zutaten lesen. Also, Wasser, Vollkornhafer, Sojabohnen, Sonnenblumenöl, Meersalz. Oh, wow. Zutaten kommen mir aber auch wieder sehr bekannt vor wie hier. Ja. Bisschen weniger Kalorien, 50 Kalorien und 1,4 Gramm Protein. Aber irgendwie hätte ich jetzt gedacht, dass da mehr Zeug ist. Ja, habe ich auch gedacht. Irgendwie, ich weiß aber auch. Aber es ist auch Bio. Rewe Bio. Ah ja, Bio, ja. Sieht ähnlich aus wie die gerade eben, oder? Ja, also ich glaube, die Schaumigkeit geht schnell ist wieder weg. Direkt wieder. Direkt. Mhm. Es gibt echt so welche, da. Es schäumt alles, also bisher alles geschäumt, aber die Frage ist halt, wie lange hält der Schaum? Weil ich finde, bei so normalen Milchalternativen, da gibt es ja welche, die gar nicht schäumen. Weißt du? Und deswegen Barista schäumen ja eigentlich alle. Ja, aber also ich finde es mega süß. Ultra süß. Die mit Soja waren jetzt nie so süß und wir hatten ja vorhin reine Hafermilch und die waren allgemein halt schon eher süß. Ja. Und die ist jetzt sehr ähnlich zu denen. Und ich muss sagen, ich finde, also ich hatte irgendwie aber nur Milch. Also ich hatte jetzt keinen Schaum. Ich auch. Und Schaum schmeckt ja oft auch ein bisschen milder. Das ist nicht die beste Barista-Alternative. Nee. Also wenn ihr es süßer mögt und ich weiß jetzt nicht, wie viel die kostet, schreibe ich euch wie gesagt hin. Aber dann ja. Dann die anstatt der von DM auf jeden Fall. Aber der Schaum ist eher, man sieht es, also jetzt seht es ja auch, ist jetzt nicht so. Nee. Ja. Eine mit Soja haben wir noch. Oder? Ja, wir haben eine reine Soja. Okay, aber ich glaube. Nee, wir beide mögen kein Soja. Okay, aber wir testen es trotzdem. Aber wir wollen ja auch schauen, wie die schäumt. Ja. Soja an sich, Sojamilch schäumt ja eigentlich mega gut. Die ist auch wieder so super gelb. Wir hatten vorhin schon mal mit Alkohol, die war auch so gelb. Gelb, aber die war aber auch. Nee, das war nur pure Hafer.
Vielleicht liegt es an den ganzen Zusätzen, die da drin sind. Vielleicht nicht. Hier magst du nochmal vorlesen, was drin ist. Also Sojabasis logischerweise. Dann haben wir Apfelextrakt, Säureregulatoren, Calciumcarbonat, Meersalz, Stabilisator und Vitamine wieder. Das hast du aber immer in Alpro drin, gell? Also in allen Alpro-Produkten. Ja, ich glaube ja. Und wir haben weniger Kalorien, 42 Kalorien und 3,3 Gramm Protein. Also das ist halt der Vorteil bei Sojamilch. Ja. Das ist halt direkt Protein mit drin. Und klar, es ist schon jetzt fast 20 Gramm weniger Kalorien als jetzt zum Beispiel in der Orgie. Ja, das stimmt. Also es macht ja dann schon eigentlich viel aus, wenn du darauf achtest. Ja, wobei so viel oder? Essen, wenn du viel, okay, wenn, gar nicht viel wenn du halt viel Milch trinkst, dann ja, okay, aber so viel. Ja. Aber okay, wenn du jetzt einen Cappuccino trinkst, wie viel trinkst du? Wie viel Milch trinkst du in einem Cappuccino? 200? 300? Ja, wahrscheinlich. Dann macht schon ein bisschen was aus. Ja, also es rechnet sich auf jeden Fall hoch, aber... Okay. Dann schauen wir mal, wie die Schwammigkeit ist. Schaut schon mal gut aus. Ja, die ist halt schon sehr cremig. Ja, die ist ultra cremig. Die ist halt nicht so dieses luftige, sehr luftige Schaum, sondern halt super, super cremig. Ja, aber schmeckt nicht. Ich mag es so sehr nicht einfach nicht. Vor allem, die hat noch so einen komischen... Ich mag Sojamilch auch nicht. Ich finde, Sojamilch schmeckt immer so ein bisschen vergoren. Ich mag es auch überhaupt nicht. Ich liebe Sojajoghurt. Das ist voll verrückt. Ja. Aber Sojamilch finde ich echt. Ja. Oh, da schüttelt es sich. Wenn ihr Sojamilch mögt, dann schon, weil ihr seht, der Schaum ist mega. Also der bleibt auch so. Ja. Oh, bei unten jetzt ein bisschen, aber nein, jetzt kein Vergleich zu den anderen. Aber er ist so sehr. Also er ist gar nicht luftig. Nee, super cremig. Ja. Next one. Was machen wir jetzt? Also wir haben Erbse, Mandel und wir haben zwei Kokos. Was hast du das? Machen wir die Erbsen? Ja, da bin ich nämlich auch super gespannt, weil das ist die von Blei und ich hatte ja auf Instagram eine Umfrage gemacht und auch gefragt, so, welche Milchalternativen sollen wir testen und dann kam ganz oft Blei und die habe ich irgendwie ewig lange gesucht und nicht gefunden und dann sind wir freuen uns noch gar nicht. Nein, okay. Ich habe mal einmal die ungesüßte probiert und die hat mir gar nicht geschmeckt. Also ich muss sagen, ich mag Blei ja gerne, aber ich trinke immer die Originale und ich mische immer mit Mandelmilch. Es gibt den perfekten Milchschaum, finde ich. Aber die Barista trinke ich nie, deswegen bin ich jetzt auch mal gespannt. Also so pur trinke ich die eigentlich auch. Aber ich finde es an sich eine coole Marke und ich finde es auch echt eine coole Idee. Mal. Also Wasser, Rapsöl, Erbsenprotein, fermentierter Reis, Säureregulator, Zitrusfasern, Meersalz und natürliche Aromen haben wir hier mit drin. Es sind aber auch 45 Kalorien auf 100 und 2,1 Gramm Protein. Also hat auf jeden Fall mehr Protein als Hafermilch, bisschen weniger Kalorien. Aber Soja ist natürlich, was Protein angeht, wirklich am besten. Aber ich glaube, die Originale hat mehr Protein. Mehr? Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube. Krass. Okay. Also ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, weil ich weiß, auf Schlimmeres eingestellt. Weil ich ja mal die eine schon probiert hatte. Aber ich finde sie halt immer noch im Nachgeschmack. Also im Kaffee finde ich es halt mega gut, weil die halt auch so schön cremig ist. Ja, die ist cremig. Also das stimmt. So, man sieht es auch hier am Milchschaum, der ist auch so ein bisschen fester auch einfach. Ich werde sie nochmal mit dem Kaffee testen später, ja, weil ich werde dann nicht gespannt. Machen. Ja, ich bin gespannt, was da drin ist. Als nächstes testen wir jetzt die Mandel, oder? Ja, Mandel Barista. Was ist sie? Von Rubamel. Ja. Und wir haben ja auch geschaut, aber es gibt tatsächlich echt nicht viele Mandelbarista. Nee. Ich dachte eigentlich, es gibt eine von Alpro, aber irgendwie haben wir sie zumindest nicht gefunden. Also falls ihr da noch welche kennt, dann schreibt es gerne rein. Genau. Und ich habe vorhin ja auch erfahren, dass Rubamel zu Alpro gehört. Ja, wusste ich auch nicht. Also die Biolinie. Okay, ja. Wir haben hier also Wasser, Mandeln, Agavendicksaft, also ist gesüßt. Das ist jetzt die erste, die gesüßt ist, so wirklich, gell? Ja, von denen hier zumindest. Ja. Die hatten wir ja vorhin wirklich auch schon mal Agave. Ja, da war auch schon mal was drin. Also Hafer ist ja auch schon relativ süß. Dann haben wir Meeresalge, also wegen Calcium, Stabilisator, Emulgator, that's it. Was halt bei Mandelmilch ist, wir haben 30 Kalorien und ein bisschen weniger. Ja. Aber hast du die schon mal getestet? Die hier nicht mehr. Okay. Weil du trinkst ja immer Mandeln. Ja, aber ich trinke immer die von Be Happy. Gibt's vom Edeka. Das ist meine neue Lieblingsmandelmilch, weil die schon richtig gut. Finde ich gar nicht. Muss aber krass, ist keine Barista. Nee. Ist sehr lustig. Weil eben, wir haben jetzt natürlich nur Barista-Version getestet, weil sonst wird das Video, glaube ich, oder so lang. Weil es gibt ja mittlerweile so viel. Also schäumt schon mal ganz gut. Wenn ich du mag schon sagst. Ja, ich mag den Agavendicksaft da drin nicht. Nee, ist auch gar nicht meins. Gell?
Ich finde, es schmeckt ein bisschen nach nichts, nur so ein bisschen nach Süße. Ja, es schmeckt nur nach Süße. Mhm. Also ich mag ja Mandelmilch so echt gerne, aber ich bin eh nicht so der Mandelmilch-Fan. Ja, dann ist halt nochmal. Nee. Aber man schmeckt wirklich, ich finde, man schmeckt wirklich nur das Agave raus. Aber sie schäumt gut. Wobei jetzt ja, auch schon ist auch okay. Und ich finde, sie ist auch, es ist so luftig. So ein, ja, es ist nicht so ein richtiger Schaum. Der geht auch mega schnell weg. Ja. Also nee. Nope. Nein, nee. Machen wir weiter mit Kokos. Yes. Ich habe schon super lange kein Kokosmilch mehr getrunken. Auch nicht. Aber weißt du, wo ich es voll gerne mag? Im Eiskaffee. Echt? Ja. Ich finde im Eiskaffee ich auch, aber auch so gerade geschäumt im Cappuccino trinke ich es eigentlich nie mit Kokos. Nee. Gibt es auch eigentlich nie. Nee. Also wenn du ins Café gehst, ich habe noch nie gehört, wir haben Kokos-Drink. Doch, ich glaube bei Starbucks gibt es sogar. Ah ja? Mhm. Okay, ich bin gerade nicht sicher. Dann nehme ich auch immer Hafer deswegen. Ja, ich nehme immer Mandel. Wasser, Kokosmilch aus Kokoscreme und Wasser. Mhm. Dann haben wir Soja wieder mit drin. Zucker. Auch Zucker. Fructose, Säureregulatoren, Calciumcarbonat, Meersalz, Aroma, Stabilisator. Mhm. Also, Kokos ist ja eigentlich an sich schon sehr süß. Ich mir auch nicht dort waren, da noch Zucker zu kaufen. Mhm. Und also wir haben halt hier wieder 33 Kalorien und 1,5 Gramm Protein. Oh, die riecht schon voll intensiv. Riechst du das? Ja. Willst du nicht? Ah doch, jetzt, ja. Na, aber ist ja aber ein Aroma drin. Ja. Ach so, es kommt ein Aroma drin. Ja, Aroma kann ich ausmachen. Das schmeckt lecker. Also schön kokosig. Und der Schaum ist auch ultra luftig. Der ist ja echt voll lecker. Nee, ist echt lecker. Ich dachte jetzt, die schmeckt mir bestimmt nicht. Aber wenn man Kokos mag, dann ist sie echt gut. Ja, aber es ist halt das Aroma hauptsächlich. Ja. Also ist nicht die gesündeste Alternative, muss man dazu sagen. Aber wir haben ja noch die von Probamel und die sind ja mal ein Ticken gespannt. Besser von den Zutaten her. Schaum ist aber. Also geht. Ja, löst sich auch wieder. Muss man schnell trinken. Last one. Last one. Wieder Probamel und Kokos. Und jetzt bin ich gespannt auf die Zutaten. Wir haben wieder Kokosmilch. Ah, okay. Kokoscreme, Wasser. Dann haben wir roher Rohrzucker. Kokosnussextrakt. Kalziumhaltige Meeresalge. Erbsenprotein, Meersalz, Stabilisator. Also diesmal zumindest mal kein Aroma drin. Mhm. Aber ist auch nicht im Bio erlaubt. Ah, also Aroma. Du kannst du natürlich Aromastoffe nehmen, aber die dann wirklich auch aus dem natürlichen Stoff stammen. Ah, Nährwerte. 36 Kalorien diesmal. Mhm. Und Protein 0,4. Hat mir gerade nicht mehr. Aber da war Soja mit drin, oder? 0,4. Ja, stimmt. Irgendwie sieht. Obwohl, ja. Ah, schön. Oh. Sorry. Ich wollte es elegant halten. Ja, hier tut man so. Okay, ich dachte neben dem Küchentuch oder so. Aber naja. Aber das sieht, ja, der Schaum geht jetzt schon ist direkt auch weggegangen. Ja, wir haben schon gedacht, beim Schäumen, weil es nicht so richtig direkt Schaum kam. Oh, nicht gut. Mhm. Also es ist. Mhm. Also, probier erstmal. Ich finde es eigentlich nur süß. Ist sehr süß, ja. Aber ich glaube, das würde jetzt im Eiskaffee gut schmecken, muss ich ehrlich sagen. Echt, aber da finde ich die andere besser. Also, ich fand, das schmeckt kaum nach Kokos. Stimmt, aber die fand ich halt schon sehr. Also, da schmeckt man schon halt. Oh. Ja, okay. Also, aber wenn es natürlicher will, dann ist, glaube ich, halt die. Aber ich finde es sogar ein bisschen zu süß. Ja, es ist nichts Besonderes. Nee. Aber ich glaube, mit einem Eiskaffee könnte es gar nicht so schlecht schmecken. Naja, ich würde eher die andere. Fazit, uns hat jetzt nicht wirklich 100% irgendwas überzeugen können, oder? Nee, nicht wirklich. Ja. Also wenn, dann noch die Rewe Bio Hafer Sojamilch. Ja. Die war noch so am besten, die wird am besten abgeschnitten. Hatte, glaube ich, auch die besten Zutaten mit, oder? Ja. Ja. Ja, aber sonst? So wirklich umgehauen hat uns tatsächlich nichts. Ja. Ansonsten lasst uns gerne wissen, welche eure Haferbaristen, eure Milchalternativ. Favoriten sind. Barista, Milch, Alternativen. Schwieriges Wort. Oh Mann, ich sag doch nicht immer falsch. Ja, bin ich gespannt. Vielleicht haben wir was Wichtiges vergessen. Dann lasst uns wissen. Und ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.